Habe die Ehre, Landau. Schön, dass wir hier sein können, hier bei euch in der Stadthalle. Vielen Dank an wirkultur.jetzt. Danke für die Einladung. Ja, wir sind Margit Sonnauer mit Tango Sur und David Schneider. Und wir bringen für euch mit Tangos zwischen Himmel und Hölle. Einige von euch hier in Landau kennen mich eventuell durch das Landestheater Niederbayern. Dort habe ich viele Jahre gespielt und vor etwa, ja, ziemlich genau 7 Jahren mein erstes eigenes Solostück rausgebracht, und das war El Tanguero. Da ging es um einen bayerischen Versicherungsbeamten, den Johann Müller, der die Leidenschaft für den Tango entdeckt. Und Tangos zwischen Himmel und Hölle ist in gewisser Weise eine Fortsetzung, wobei das Besondere ist, die Tangos zwischen Himmel und Hölle sind hauptsächlich eigene Lieder, die Margit und ich, die wir zusammen entwickelt, geschrieben haben, also von mir hauptsächlich die Texte, von Margit hauptsächlich die Musik und die Kompositionen. Und es sind nicht nur Tangos, aber Tangos zwischen Himmel und Hölle kennzeichnen vor allem das Lebensgefühl des Tangos und dieses Stehen zwischen Himmel und Hölle und himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, Emotionen in alle Richtungen. Und ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass wir hier sein können. Wir haben eine Premiere geplanterweise gehabt am 30. Mai im Theater, kleinen Theater in Haar in München. Diese Premiere kann aufgrund der jetzigen Ausnahmesituation, da wir überhaupt noch nicht wissen, was im Mai passieren wird, leider nicht stattfinden. Und es ist auch vernünftig, das jetzt zu verschieben, denn Sie können sich wahrscheinlich jetzt auch nicht vorstellen, in kurzer Zeit gleich wieder ins Theater zu gehen. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Wir Künstler sind teilweise Zauberer, aber Hellseher sind wir alle nicht. Aber wir haben die Premiere verschoben, und zwar in den Oktober hinein. Also 18. Oktober ist der nächste Premierentermin, und toi, 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 wir hoffen, dass wir bis dahin starten können mit der Premiere. Und wir werden natürlich auch nicht zu Hause Däumchen drehen, sondern wir haben vor, diese Zeit zu nutzen, um ein Album aufzunehmen. Und vielleicht können Sie dann auch das Album hören. Was uns total am Herzen läge, ist, wenn wir es schaffen, auch hier, dann, wenn das Ganze überstanden ist, live und direkt vor euch nach Landau zu kommen. Das wäre die größte Freude für uns. Und das nächste Stück, also das erste Stück jetzt, das wir euch präsentieren, hat den Titel Geld und handelt von so einer ganz besonderen Situation, die man hin und wieder so als freischaffender Künstler, Musiker, so als Gaukler sozusagen zwischen den Welten erlebt. Künstler, Gaukler, Attraktionen. Von uns gibt's auf der Welt Millionen. Auf der Straße, in den Gassen, wo wir die letzten Cents verprassen. In Theatern wie in Zoos, auf Brettelbühnen und auf Klos. Showpalästen, Sportarenen, rühren wir das Volk zu Tränen. Ganz egal für welche Chose, wir werfen uns sofort in Pose. Für die Kohle, für die Knete verkauft sich manche Künstlerseele. Unterm Strich machen wir es doch nur für Geld. Denn was zum Teufel zählt man sonst in dieser monetären Welt? Die Sache mit der Leidenschaft hat manchen um den Kopf gebracht. Man ist doch töricht, wenn man nicht ganz einfach auf den Mammon picht. 50-50, so der Deal. Alter, das ist viel zu viel. Meine Taschen sind zu klein. Wo sollen dann all die Scheine rein? Suchen Band für Restaurant. Ein Getränk gibt Supplement. 10% auf unsere Speisen. Euer Sprungbrett zum Beweis. Traue dich, zeig Talent. Du hast bis jetzt die Chance verbrannt. Warum denkst du immer nur ans Geld?
Was in dir ruht bis jetzt, hast du es bloß vercheckt. Bei uns wirst du sofort entdeckt. Das wird die Sensation, die Leute warten schon. Scheiß auf das Geld, scheiß auf dein Auto, scheiß auf dein Haus, denn die Bretter hier bedeuten doch die Welt. Lohn, Gage, Brutto, Netto, Gehaltsabrechnung, Riesenghetto, ominöses Honorar, was übrig bleibt, nicht wirklich klar. Sonderbar, we wonder bra, außen fett, doch innen wack, geil wie ein geplatzter Scheck. Geld, 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 Zaster, Knaster, was ein Laster, Showbusiness, ein heißes Pflaster. Geld, 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 Bares, Wahres, Wunderbares, auf den Drink vorbei bei Hades. Geld, 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 Knete, Gold, Ehrensold, Rente, Soll, Alimente, Visa, Gold für ganz Potente. Unterm Strich machen wir es doch nur für Geld. Denn was zum Teufel zählt man sonst in dieser monetären Welt? Die Sache mit der Leidenschaft hat manchen um den Kopf gebracht. Man ist doch töricht, wenn man nicht ganz einfach auf den Mammon picht. Das nächste Stück trägt den Titel des ganzen Abends in sich und auch das Gefühl. Zwischen Himmel und Hölle. Was ist zu sagen, mir fehlen die Phrasen, Minuten und Stunden, ich kann's nicht ertragen. Der Schädel schwirrt, ich hab ein Flattern im Bauch, als könnte ich fliegen, spürst du das auch? Dann wieder fallen in ein tiefes Loch, bin ich bereits im Jenseits, lebe ich noch. Es war doch alles so leicht, Luft und Licht. Es war so einfach, warum jetzt nicht? Ich spür mich selber nicht mehr, erst viel zu leicht, dann zu schwer. Wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Ich denk an dich und dieses Denken macht mich ganz verrückt. Es ist Euphorie, dann zu Tod betrübt. Himmel und Hölle im selben Augenblick. Wie geht es weiter? Wie geht es weiter? So ganz ohne dich. Ich gab dir alles, jetzt verliere ich mich. Ist das mein Schicksal? Muss ich das tragen? Und wenn ja, nur wie lang? Ich denk an dich und dieses Denken macht mich ganz verrückt. Erst Euphorie, dann zu Tod betrübt. Himmel und Hölle im selben Augenblick. Wie geht es weiter? Dieses Denken macht mich ganz verrückt. Es ist Euphorie, dann zu Tod betrübt. Himmel und Hölle im selben Augenblick. Wie geht es weiter? Ich weiß nicht wohin, denn nur nach dir, da stand mein Sinn. Jetzt bist du weg, der Sinn ist leer, die Liebe ist fort. Du warst ganz nah bei mir, jetzt bist du fort, ein anderer Ort. Und ich allein steh so da, dazwischen.
was ist zu sagen? Mir fehlen die Phrasen, Minuten und Stunden. Ich kann's nicht ertragen. Adios. Das nächste Stück ist eine Swing-Nummer. Und es hat entweder den Titel Ich habe keine Zweifel mehr oder Ich glaube an die Liebe. So ganz steht das noch nicht fest. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt doch gerne in die Kommentarspalten, welcher Titel euch am besten gefällt. Du bist am Boden ausgebrannt und du hast Angst, alles zu verlieren. Du hast dich festgehalten am Verstand und was du fühltest, wolltest du nicht akzeptieren. Die vielen Zweifel wurden langsam laut, du hast dagegen angekämpft. Hast nicht nur andere, auch dich selbst verletzt und dabei hast du auch das Gute nicht geschätzt. Und du fragst, was ist die Antwort auf die Frage, die so tief in dir gewohnt? Und ich sag, ich kenn sie auch nicht, doch ich halte mich an folgendes Gebot. Ich habe keine Zweifel mehr, ich zweifle nicht an der Liebe. Sie ist immer wieder da, doch sie verändert sich und ich. Sie lässt sich nicht verschließen, sie braucht viel Luft und Licht. Sie will wie Wasser fließen und halten kann man sie nicht. Ja, und halten kann man sie nicht. Nimm dir den Raum, komm mal zu dir, sie findet dich bestimmt. Lass sie mal sein, wie sie ist, denn sie gehört nicht nur dir her. Dreh dich nicht um, schau lieber nach vorn, sie wartet dort am Horizont. Es ist, wie es ist, vergiss mal den Zorn, morgen bist du wie neu geboren. Ich habe keine Zweifel mehr, ich zweifle nicht an der Liebe. Sie ist immer wieder da, doch sie verändert sich und ich. Sie lässt sich nicht verschließen, sie braucht viel Luft und Licht. Sie will wie Wasser fließen und halten kann man sie nicht. Ja, und halten kann man sie nicht. Ja, und halten kann man sie nicht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tangos zwischen Himmel und Hölle gibt es auch in der erweiterten Besetzung mit einer größeren Band. Und unsere Premiere soll stattfinden am 18. Oktober, nun verschobenerweise, im kleinen Theater in Haar. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir nach Landau kommen und hier in die Region direkt zu euch und nicht nur jetzt in euer Wohnzimmer, sondern vielleicht dann auch mal mit mehreren Leuten zusammen in dieser tollen Stadthalle. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, ich wünsche euch einen schönen Sommer und ich hoffe, wir sehen uns.